Da habe ich mal privat mal gespielt, ne? Deswegen auch der zweite Win. Diesmal gehen wir so ein bisschen auf den Achievement drauf. Ich hoffe mal. Ja, wir ki töten mal 12 Shopkeeper. Moment mal, kennt man das nicht irgendwo her? Richtig, in Spelunky. Diesmal spiele ich mit Raga. 35.000. Das ist viel. So, was brauche ich denn? Den magischen Bumerang. Der ist wichtig. Ich habe mir auch alle Blueprints geholt. Ist das der Totem auf Mastery? Ja, genau. Das brauche ich. Den Kompass brauche ich. Das brauche ich. Das auf jeden Fall. Leider Gottes. Oh, ich werde so sterben. So, Mithril-Weste hier. Ja, es ist keine Weste, es ist ein Hemd, ich weiß. Ich habe nicht genug Geld. Nein, mein ganzes Plan geht daneben, ey. Ah, egal. Wenn wir auch schon so hinbekommen. Nee, geht ja gar nicht. Was? Ach, nochmal raus, nochmal rein, es ist egal. Dann habe ich das falsch gemacht jetzt gerade. Dann nochmal mit Raga. Halle 35.000. Kann immer nicht das kaufen, das ist doof. So, magischer Bumerang auf jeden Fall. Der Eistoten auf jeden Fall, der ist nützlich, ziemlich nützlich. Den Helm auch. So, Map, Kompass, Den of Key, so. Ach, es kostet 7.500. Ach so. Ach du Scheiße. Ja, doch, nehme ich trotzdem mehr mit. Wie hoch ist die Chance, dass ich genau das Buch wieder kriege? Da kann ich die Mithril-Weste ja gar nicht holen. Na gut, ein bisschen HP, HP. Ja, ich habe die auch so eingestellt, dass ihr auch die Items da unten sieht. HP, HP, HP. Warte mal, wie sieht das aus? Ja, sieht sehr schön aus. Und nochmal auf HP, genau. Ja, nochmal auf HP so. Ich brauche mehr Geld. Merke ich jetzt schon. Okay, egal. Nee, Rocket brauche ich nicht. Ich glaube, ich hätte nochmal einen Ring kaufen können, ne? Habe ich doch schon, okay. Es wird ein Reinfall. Die ganzen 12 Shopkeepers zu killen, aber es ist nicht so schlimm. Aber es ist wenigstens ein Versuch wert. Nur das Nervige ist das Den of Key dann halt. Weiß einer, wie man den Werwolf freischaltet? Das wäre nett, weil ich habe das in 3.2 schon gesehen, bei Run, wo ich das mal wieder geschafft habe. Ey, den kommt was gar nicht kaufen brauchen, ne? Ja, komm mal her. Ja, Eistoten ist so nützlich. So, was ist das? Schauen wir auf Offensiv. Ah, ist das. Ja, danke. Mehr Attacke. Das brauche ich. Mehr brauche ich jetzt nicht. Das ist nice, dass ich sowas bekommen habe jetzt sofort. Das ist wirklich sehr hilfreich, meiner Meinung nach. Geld brauche ich ja eigentlich so gesehen ja nichts aufzusammeln. Ich krieg dich jetzt alles. In den Arsch geschoben, so ungefähr. Ja, der erste Shopkeeper war einfach momentan. Man darf ja leider Gottes nicht so früh den Toten einsetzen. Das ist ein bisschen das Problem. Aber so ist es in Ordnung. Shopkeeper ist unten.
Gehen wir mal dahin. Solange die Gegner noch einfach sind, ist es okay, die Wege erstmal zu den Wiederbelebungsort da noch nicht frei zu machen, obwohl es am besten wäre. Toxin, nee, brauche ich nicht. Obwohl Toxin auch ziemlich gut ist, ne? Aber mit Eistotem ist es so einfach halt, dass die Gegner nichts machen können. Und das ist gut. Nee, gut, keine Äpfel. Ah, es ist doof. Danke sehr. Aber wenigstens kriege ich Heilung gleich. Da habe ich alles gekauft. Die greifen ihn da trotzdem für mich an. Monster Manual. Nee. Bringt mir ja nicht. Wenn das so ein eigenständiges wäre, so als Buch halt, ne? Das, also so ein extra Slot für den Items, dann ist Monster Manual eigentlich ganz gut. Ja. Bug. Ja. Man kann mit dem Bumerang hier an der Ecken, wenn man genau rangeht, das Item holen. Normalerweise sollst du sterben, dann wieder belebt werden und dann immer so weiter. Weil schon bei 3-2 musst du auch sterben, ey, um die Kiste reinzukommen, um zu fliegen zu können. Und das ist sehr nützlich, fliegen. Wirklich, wirklich. Fliegen ist wirklich sehr nützlich, habe ich gemerkt. Auch ja, die Stelle, wo du überall Fallen sind, da links, rechts nur Lava ist und du musst irgendwie durchkommen. Und noch diesen einen Feuertypen da besiegen oder so ungefähr. Ich hole mir auch gleich das Leben wieder zurück, was ich verloren habe. Ey, sonst droppen die immer so eine Orange oder Apfel immer, aber jetzt momentan nix. So. Ich mag das Eistotem sehr. Ich weiß, dass es jetzt einige Leute wieder ankotzt, dass ich wieder einen Boomerang benutze. Aber ich muss mit einem Wizard halt ein bisschen überlegen, wie ich das mache. Ich glaube auch, der hat auch ein bisschen mehr Zollobst-Power, also von Anfang an schon. Dafür auch ein bisschen weniger HP. Dass ich dann keinen Boomerang hole, aber halt diesen Eistoten. Eistoten, wie ich finde, ist ziemlich, 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 ziemlich nützlich. Also, besser kann es nicht geben. So gesehen. Ja gut, man kann es nicht jetzt schreien über Toxin noch weiter so fort. Das ist nicht so das Problem, aber. Ach, Giftring bräuchte ich auch noch, so ungefähr. Was auch ziemlich nützlich ist in der zweiten, e ganze zweite Ebene. Gut, egal. Wir sind aber ganz gut aufgestellt, eigentlich 110 HP. Wir haben 220 HP. Wenn man umgerechnet, wenn man stirbt, dann halt, ne? Geld brauche ich ja sowieso nicht. Das einzige Problem ist halt das mit dem Den of Thieves. Das sehe ich gerade noch so ein bisschen das Problem. Gott, ey, wirklich. Also, du Boom macht schon 20 Damage, also ich glaube, ich mache schon fast 30. Ich glaube 25 oder so ungefähr. Spike Hand mehr für mehr Damage, ne? Ja. Ja, okay, kann man machen. Ist gut. Ist gut gegen Bosse. Was ich immer geschafft habe, ist in 15 Minuten in 3-2 reinzukommen. Also es wird ziemlich, ziemlich knapp mit den 20 Minuten Achievement. Man muss auch halt ein bisschen Glück haben.
Oh Gott, ich hab fast schon One-Hit, ey. Gegen die Eulen. Ja, gut, wunderbar. Nein. Gut, wunderbar. Warum gibt's zweimal solche Räume? Das ist, sonst gab's doch nur einmal solche Räume. Ich hoffe, dass ich krieg einen einfachen Zombie Warlord, ey. Ich hatte meinen letzten, wo ich das zweite Mal geschafft habe, den schwierigen gehabt wieder. Also der ist eher, mit dem Stachel einfach mal, ja, hingerannt ist und dann zu mir mit dem Stachel dann so halt. Ich glaube, ich habe den HP wieder zurückbekommen. Das ist nice. Oh ja, die Stärke. Man muss auch ein bisschen Glück haben, so ungefähr. Ich weiß nicht, wie weit ich komme. Ich hoffe, ich krieg bis 3-2 hin, alle 12 Shopkeeper zu killen. Aber nebenbei rette ich noch ein paar Dinger. Wenn nicht, dann wird das... Oh ja, ist klar. Wenn nicht, habe ich nächstes Mal ein bisschen mehr Geld dann. Ist vollkommen in Ordnung. Weil es ist wichtig, Geld zu sammeln. Es wird auch immer einfacher, wenn man immer mehr Geld hast, desto einfacher wird es. Das ist schön. Es ist ja so gesehen nicht schwierig. Man schafft das nach einer Zeit, alle Achievements zu machen oder weiter und so fort. Wenn ich überlege, wie lange. 6 Minuten war ich schon mal bei Dings hier. 2-2 schon. Leider Gottes bin ich kurz vor dem Boss mal gestorben, beim letzten Boss. Das ist nervig, dann. Ah, das alles wieder nochmal von vorne machen. Ah, eine Mimik. Ist auch gleich weg. Epic Master Kill Mimik, okay. Sag ich nicht nein dazu. Na, komm her. Danke. Ja, ist doof. Danke. Oh, es ist ja viel schneller. Noch mehr auf Stärke? Nee, es ist so viel. Oder? Ach, egal. Ja, gut, stimmt. Je schneller man... desto schneller kann ich den Boss besiegen. Das ist in Ordnung. Also... Schade, dass sie nicht noch mit HP noch zusammen ist, vielleicht mit 5 HP oder so ungefähr, aber dafür 2 Stärke hoch oder so ungefähr, ne? Sehen doch, macht doch Stärke hoch, ne? Ja. Das sieht gut aus. Ah, ich hab den Schwerring. Ah, es ist doof. Ach, gut. Dank Stärke. Oh mein Gott. 3 Shopkeeper schon getötet. 80 HP, ey. Wir hatten 110 gehabt. Nee, dich brauche ich nicht. Gut, sollte eigentlich reichen. So. Ich finde der Start auch ziemlich interessant, ne? Oh Gott. Wunderbar. Nee, brauche ich nicht. Aber Zoolops, oh, immer so ein bisschen doof. Nee, Einheim brauche ich nicht. Hab jetzt einen Spike-Helm. Also das ist schon der Ausgang. Oh, ich one-hitte ja fast alles. Das ist okay. Vielleicht ein bisschen auf Speed oder so ungefähr. So ein bisschen. So, 4 Shopkeeper, 8 noch zu machen. Wuhu.
ist okay. Oh fuck. Gut, hier ist nicht der noch Thieves, den Eingang. Wenn doch, dann. Boah. Nein, ist es nicht. So, mal gucken. Alles zerstören hier. Haha. So, wo könnte es denn noch sein? Eigentlich oben? Dann geh erstmal dahin. Ach komm, wir sind so verrückt, wir kaufen alles. Oh ja, ein bisschen auf Speed. Und Elixier ist nice. Nee. Ja. Danke für Speed. Nix hier. Ist auch auf Speed, ne? Ja. Was sagen? Hass war immer Speed gewesen, egal. Irgendwelche in anderen Spielen weiter und so fort war Hass immer auf Dings. Auf Speed. Ein Candle, ja. Warum nicht? Wo ist der Eingang von Dan of Cephas? Ich kann dich nicht morgen hinten. Scheiß Zombie. Gut, 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 gut. Aber irgendwann treffe ich einen Kristall hier. Arm ist doch. Wunderbar. Geh mal rein. Der End of Thieves. Oh Gott. Ja. Okay. Okay. Das wird lustig. Oh ja, gut. Da geht man nur eins weg. Nee. Haben wir hier noch was Schönes? Gut, Soul Orbs, in Ordnung. Gut, dass wir jetzt ein bisschen HP haben. Warte ich noch? Gut. Nein, warte mal, genau. Nein! Gut. Zweckschuhe habe ich, das habe ich auch alles. Brauche ich nicht. Ich habe mich schon eigentlich weggeraubt. So. 6, 8, 9, 10, ja, dann reicht das eigentlich. Ach nee. Reicht ja nicht. Auf Tote? Nee. Ich hab auch einen Schlüssel. Ja, dann nicht. Aber dafür haben wir nochmal so einen Heiltrank, ist gut. Danke sehr. Oh yeah. Schuhe brauche ich nicht. Spike-Ring. Nee, komm. Nee. HP brauche ich. Das ist... Nein. Ach, hab ich vergessen, dass da einer noch... da ist. Aber Toxin-Schwert brauche ich nicht. Das Ice Branch brauche ich auch nicht, obwohl das da ziemlich nützlich ist.
Oh Gott, wie einfach ist das denn bitte? Ich dachte wieder so ein Rätsel. Zählt er als Gegner eigentlich? Oh mein Gott. Was? Danke. Meine Güte. Ich will ja nicht einfach sterben, ey. Eigentlich bräuchte ich den Schlüssel. Und so, und die Chance vielleicht ein bisschen zu erhöhen, so, noch so ein anderes Item zu bekommen oder weiter so fort. Ich meine, wegen 3-2, da ist so ein Werwolf. Da ist er, glaube ich, der letzte Charakter oder so ungefähr, was man eigentlich freischalten könnte. Da ist ein Schloss davor, deswegen frage ich mal. Na gut. 7 haben wir, ne? Warte mal, 1, 2. 1, 2, 3, 4. 7. 8 müssen wir haben. Oh Gott, noch 4. Aber kann nichts. Doch, bei 3-3 kann man nochmal den Shopkeeper killen. Stimmt, vergessen. Tut mir leid.